Ja, grüß euch meine Freunde, heute machen wir die Bunkerbelüftung, wie ihr da schon sehen könnt. Ein bisschen freigeräumt. Das, was jetzt auf der Gebrauchsanweisung oder auf der Hauptliste draufsteht, das lese ich euch nicht vor, müsst ihr halt mal googeln, um euch weiterzubilden. Natürlich habe ich da einen kleinen Spicker, weil wenn ich was kaufe, immer nur mit Gebrauchsanweisung. Ja, und zwar ist das ein Lunor-Filter von Zürich. Wer hat es erfunden? Ne? Die Schweizer. Also übrigens nochmal Grüße an unsere Schweizer Freunde, ansonsten hätte ich den Filter ja auch nicht da, den könnte ich mir gar nicht leisten. Ich habe es ja schon mal erwähnt, der kostet jetzt neu, also damals, wie ich mich informiert habe, das ist auch schon ein paar Jahre her, war der bei 15.000 Euro. Und zwar ist das ein VA 150. So, ich habe es jetzt gefunden, diesen damaligen Zettel. Wer sucht, der findet, ja, ich schmeiße ja auch in der Hinsicht nichts weg. Und zwar muss ich euch noch sagen, es gibt noch einen kleineren Typ, den 20. Und zwar der VA 20 ist für 5 bis 8 Personen. Der VA 40, den hätte ich mir kaufen wollen, der ist für 13 Personen. Der 75er für 25 Personen. Und das ist wie gesagt der VA 150, der ist für 50 Personen. Frischluftbetrieb hat der 300 Kubik in der Stunde. Aber wie gesagt, wenn wir da mit der Hand kurbeln, schaut es ein bisschen anders da aus. Aber egal, ich lese jetzt das nicht alles durch. Jetzt habt ihr mal die Eckdaten, dass der für 50 Personen zugelassen ist. Wobei die Rahmengröße eher geringer ist wie 50 Personen. Das haut da nicht hin. Ausgelegt ist jetzt also nach meinem Gusto der Schutzraum für 12 Personen. Wir haben hier 61 Quadratmeter. Und jetzt gehen wir mal ins Detail. Am besten, ich nehme euch da mal mit. So, fangen wir von unten an. Das ist also der Filter für B- und C-Kampfstoffe. Hier habt ihr den Hauptantriebsmotor. Geht mit Kraftstrom oder mit Handbetrieb. Hier habt ihr das Öffnungsventil. Das machen wir dann auf zu. Für die Frischluft. Hier oben habt ihr den Mengenmesser. Der soll dann im Betrieb zwischen den blauen und den roten Strich sein, dass quasi ein Überdruck in den Raum erzeugt wird. Und hier habt ihr den sogenannten Vorfilter für Atom. Quasi wenn der nukleare Fallout runterkommt, dass ihr diese Kleinstpartikel hier nicht hineinbekommt. Den kann man auch tauschen. Und hier hinten, was ich aber eigentlich nicht brauche, weil ich das ein bisschen anders gemacht habe, ist der sogenannte Wasserabscheider. Vorfilter, schauen wir mal auf. Ich habe da schon lange nicht mehr reingeschaut. Und zwar ist der eigentlich normalerweise ganz einfach mit diesen vier Schnellschrauben und Halter zu öffnen. So. Hier habt ihr einen Dichtgummi drin, dass das dementsprechend zu 100% dicht ist. Das Ganze natürlich verzinkt. Das sind die sogenannten, hoppala, jetzt sehe ich das besser, Vorfilter. Aber der ist ja ziemlich dreckig, weil ich den ja auch laufen lasse. Also es kommt doch ziemliche Schmutzpartikel rein. Aha. Muss man mal wieder tauschen. Und zwar ist das ein ganz normales Dämmmaterial, so eine Stahlwolle fürs Haus, wie ich auch mein Haus gedämmt habe. Hier hinten habt ihr die sogenannten Rückschlagklappen drin. Und zwar, wenn Überdruck ist von außen, das ist, wenn eine Atombombe gezündet wird und ihr habt einen Überdruck, der was dann da ansteht. Dann werden die Schutzklappen geschlossen, da habe ich oben auch eine, um zu verhindern, dass euch dahin in, der Druck die Ohren weglässt. Ja, dahinter habt ihr noch, wie ich euch vorhin gezeigt habe, ein Wasserfilter. Wenn jetzt zu viel Feuchtigkeit reinkommt, dass der das quasi den Tropfbehälter, der das auffängt. Mein Ansaugrohr geht allerdings von hier oben bis weit
unterhalb vom Boden. Das habe ich um 2 Meter verlängert. Das ist also quasi tiefer als der Raum. Das heißt, wenn sich da Wasser ansammelt, und zwar ist das ein 200er Rohr, auf 2 Meter könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Wasser das da erst anstauen muss. Und dass ihr dementsprechend das Versickerbehältnis einbaut. Also da müsste man ja schon um tonnenweise ist übertrieben, also ziemlich viel Wasser reinschütten, dass da unten da der Tropfbehälter benötigt wird. Und wenn ihr den dann braucht, dann könnt ihr das auch vergessen. So, dann machen wir das mal wieder rein. Da haben wir jetzt noch einmal den Mengenmesser. Das heißt, ihr könnt dann da stehen, da sehen beim Betrieb, ob der Druck in euren Schutzraum vollkommen ausreichend ist. Hier habt ihr die Öffnungsklappe oder die sogenannte Drosselklappe. Dann hier habt ihr den Auslass, also hier kommt dann die gefilterte Luft quasi raus. Da könnt ihr dann nochmal einen Blick drauf schmeißen. Da seht ihr das jetzt auch nochmal. Das ist der Lunor Filter aus Zürich in der Schweiz, VA 150. So, das ist wie gesagt der Motor hier oben. Hier habt ihr noch einmal den Hauptschalter, der ist aber jetzt bei mir permanent auf 1, das sollte man vielleicht nicht machen. Ja, okay. Und hier habt ihr dann noch einmal eine Notlampe drin. Oder die eigentliche Lampe für 50 Leute, müsst ihr dann lachen. Und eben den Einschaltmechanismus für Strom und für Notbetrieb. So, haben wir ausgemacht. Dann schalten wir mal das ganze Ding ein, damit ihr das mitkriegt. Also einmal auf Öffnen, einmal auf Ein. Und dann habt ihr hier an der Seite noch euren Hauptschalter, und zwar auf Motorbetrieb. Ne, wie ihr schon sehen könnt, leise ist es nicht. Aber das muss ja auch irgendwas bringen für 50 Mann. Und wie ihr das sehen könnt, habt ihr ja jetzt einen idealen Bereich. Ich habe aber jetzt oben die Türen offen. Und zwar soll ja jetzt im Schutzraum eben ein Überdruck erzeugt werden, dass eben keine Fremdpartikel jeglicher Art von außen nach innen kommen. Und so ist es jetzt quasi, sagen wir mal, im normalen Notbetrieb. Was ich ja immer noch dazu sage, ist, ohne Gebrauchsanweisung läuft hier nichts. Das ist die dazugehörige Tafel. Da stehen alle Bedienelemente drauf. Das, was ich jetzt vorne noch drauf geklebt habe, sind, machen wir mal wieder aus, sind jetzt die Warntöne von die Sirenen oder die Heultöne. Ich habe es halt einmal hingeklebt, aber ich weiß es auch nicht. Damals habe ich es mir mal durchgelesen, aber sowas vergisst man ja, wer soll sich sowas merken. Ist ja auch irgendwie irgendwo uninteressant. Wobei ich jetzt wieder sagen muss, in der letzten Zeit fragen mich mehrere Leute, wird es anscheinend wieder interessanter. Wenn es jetzt im Notbetrieb zum Stromausfall kommt, müsste er selber kurbeln. Also man kann davon ausgehen, dass man da hier auch selber kurbeln muss. Ich kann es jetzt weder mit dem Stromgenerator noch mit den Batterien drüber laufen lassen, weil der einfach zu viel Saft zieht. So, dann müsst ihr mit der Hand kurbeln. Ich habe da, Werkzeug habe ich Ihnen gleich da, weil ihr habt danach keine Zeit, dass er dementsprechend euch da das Werkzeug noch herholt, wenn was fehlt. Das muss einfach an der Stelle schon parat liegen. Und zwar habt ihr da eine Handkurbel. Muss ich euch noch mal zeigen, in der Nähe. Und zwar ist die ziemlich groß. Und der hat hier so eine Einkerbung. Und zwar ist es deswegen da, dass das flutschen kann. Dass ihr nicht, ich werde es euch gleich zeigen, beim Kurbeln nicht mit euch rumdreht, weil es ist nicht ganz so einfach. Das ist hier ziemlich schwer. Und ein wenig Schmier wäre nicht schlecht. Dann hängt ihr das ganz einfach ein. Und schraubt es wieder zu, dass euch die Kupplung da nicht runterrutscht. Oder besser gesagt die Kurbel. Hier habt ihr eine Drehrichtung. Also ihr müsst
darüber drehen. Ihr habt zwei, ihr habt hier zwei Griffe dran, müssen wir von vorne halt nochmal machen. Und dann könnt ihr da, wenn das einhakt, schön nacheinander kurbeln. Und wenn er loslässt, dreht der Motor ja weiter, ich hole euch da mal her. Und dann würde er euch ja mit rumdrehen, wenn die Nut nicht dran ist. So, jetzt schauen wir nochmal. So, da habt ihr jetzt die Nut. Halt schlecht mit einer Hand. So, da ist es jetzt drauf. Dann könnt ihr hier drehen. Und das müsst ihr mal 10 Minuten machen, dann geht euch schon fast die Puste aus. Weil ihr müsst ja auch nach wie vor hier mindestens in den roten Bereich sein. Sonst haut es ja auch nicht hin. Aber wie gesagt, oben sind die Türen offen. Da baut ihr alleine mit der Handkurbel da auch keinen richtigen Druck auf. Das bringt ihr einfach nicht zusammen. Und es ist wirklich schwer. Und wenn er da aufhört zum Drehen, dann flutscht es raus. Und wie ihr das sehen könnt, der Motor dreht da weiter. Schalten wir den Hauptschalter, den haben wir ausgeschalten, ja. Da drehen wir mal auf. Da ist jetzt das sogenannte Notlicht drin für 50 Personen. Weil davon ausgegangen wird oder worden ist, dass dann der Strom komplett weg ist, dass kein Batteriestrom da ist und dass auch die Generatoren nicht mehr laufen. So. Aber was ich auch unbedingt nochmal brauche, ist da eine Reservelampe. Haben wir damals schon gesagt. Also das ist jetzt euer sogenanntes Notlicht. Das könnt ihr irgendwo hinklipsen. Den Draht, nicht, das Kabel nicht aufmachen. So, jetzt habe ich auf Licht umgeschalten. Aber was wir noch machen müssen, ist hier, müssen wir. Also ganz dunkel ist es jetzt nicht, weil ich hinten ja den Ausgang noch beleuchtet habe. Aber wie ihr sehen könnt, könnt ihr nichts sehen. Ist ja auch keine Nachtkamera. Und jetzt muss ich erst mal die Nut finden. Jetzt habe ich es. Also ihr habt es jetzt gerade gesehen, das Funzerler soll für 50 Mann reichen. Früher habt ihr euch ja gefreut bei den Bombenanschlägen, dass ihr es nicht hört, wenn sie die Bomben geschmissen haben, weil dann übertönt ihr doch irgendwas, aber bei 50 Mann muss der Raum auch größer sein. Und ich bin jetzt auch ganz schön aus der Puste, also so schnell auf eine halbe Stunde drehen kann ich auch nicht. Da muss man dementsprechend ablösen, dass jeder so eine halbe Stunde dreht. Und den Verbrauch, wie gesagt, da ist da eine Tabelle da, das muss man sich ausrechnen. Und dann kann man ausrechnen, wie lange das man kurbeln muss und welchen Luftverbrauch die Leute dann halt haben. Weil wenn er ruht oder schlaft, braucht er wesentlich weniger Luft, wie wenn er sitzt oder euch bewegt oder euch anstrengt. Deswegen, die normalen Schutzräume sollen ja auch der überwiegende Teil schlafen oder liegen und der andere Teil soll sitzen. Das ist jetzt nicht unbedingt wie ich, auch wie ich am Raum, weil nicht so viel Platz ist, sondern hauptsächlich wie ich am Luftverbrauch, weil die Generatoren müssen dementsprechend groß sein, es ist ja alles teuer. Und die Faustformel habe ich jetzt da noch stehen. Wenn Menschen ruhen, habt ihr einen Luftverbrauch von 0,03 Kubik. Und wenn er euch aufregt oder bewegt, dann habt ihr einen Verbrauch von 0,1. Und das müsst ihr halt dann ausrechnen in der Stunde und dementsprechend müsst ihr kurbeln oder eben laufen lassen, solange er Strom ist. Ja, das jetzt einmal zu dem. So, was ich euch natürlich auch nicht vorenthalten will, bei uns ist das jetzt hier das Klo, das ist jetzt das Druckventil innen. Und zwar, wenn ihr sehen könnt, wenn von außen immer dementsprechend Druck ansteht, dann haust die Klappe zu, dass quasi der Überdruck von außen oder der Außendruck hier nicht rein kann. Ja, bei mir ist das jetzt ein bisschen anders.
Und zwar ist das jetzt damit im Schräubler gedacht, dass das aufgedrückt wird. Ihr hört ja das Geräusch schon. Ich habe da jetzt noch das Ding ein wenig vergewaltigt. Normalerweise nimmt man da alles Stahl, Rohre, Massivrohre, wegen der Temperatur auch. Ich habe jetzt da eben einen Lüfter mit eingebaut. Dadurch kann ich euch zeigen, dass das hier auch unser Klo ist. Notklo quasi, wird auch dementsprechend dann ab und an einmal benutzt. Eben auch eine Dusche, nebendran noch die Sauna. Aber da müsst ihr halt das Bunkervideo separat anschauen, dass hier dann, wenn die Tür geschlossen ist, durch die Bodenbelüftungslöcher, dass dann hier der Überdruck eben raus kann. Jetzt habt ihr die Anlage gesehen, wie die Bunkerbelüftung hier bei uns läuft. Wie das große Teil läuft. Alle anderen kleineren Varianten haben das mit der Handkurbel eigentlich das gleiche, bloß die Lüfter sind alle etwas kleiner. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen, kurz und schmerzlos. Vergesst nicht den Daumen hoch, eure Kommentare. Dann, ja, Abo könnt ihr mal da lassen, wäre auch nicht schlecht. Dann sage ich an der Stelle, danke fürs Einschalten, schönen Abend, schönes Wochenende, dann bis zum nächsten Film. Ach ja, und an der Stelle noch, vielleicht kommt der Film ein wenig später rein, da wir ja jetzt ein kleines Worst-Case-Szenario bei unserer Box haben, also kein Internetzugang, das Ding hat einmal kurz aufgeraucht, dann war das vorbei, also auch keine Fragen-Antwort. Kann man mir dann nichts beantworten, nicht telefonieren, für die Kinder ist dann auch schon Worst-Case-V-Fall vor der Schule her. Also man kann per Internet nichts mehr recherchieren, nichts mehr raussuchen, nichts mehr drucken, was halt auch von der Schule verlangt wird, also da schaut es ganz schlecht aus. Tja, wenn ich Pech habe, dauert es jetzt 6 bis 8 Wochen, weil die Zugangsdaten auf dem Blatt Papier hat man natürlich auch nicht aufgehoben. Also da schaut es dann schon echt kriminell aus mit dem Internetzugang. Man soll gar nicht glauben, wie abhängig dass man davon ist. Da kann das dann gleich mal passieren, dass man sowas braucht oder auch sowas braucht. Ich kann ruhig schlafen, habe ja eins. Tja, also wie gesagt, sorry, da war Kommentare, kann ich mir schon noch lesen über mein Handy, aber ich kann da nichts antworten. Tja, das einmal noch zur eigenen Sache. Dann hoffen wir, dass das einmal mit dem Internetzugang wieder klappt. Ich schaue mal, dass ich den Film dann bei der Nachbarin einstellen kann. Ja, also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.